Sind Sie als Pflichtteilsberechtigter daran interessiert zu wissen, was überhaupt in dem Nachlass drin ist? Also wollen Sie eine Auskunft von dem Erben oder der Erbengemeinschaft? Oder umgekehrt, sind Sie Erbe oder Erbin und sind jetzt aufgefordert worden, Auskunft zu erteilen? Also wenn es Ihnen um das Auskunftsrecht im Zusammenhang mit einer Erbschaft geht, dann ist dieses Video für Sie gedacht, denn genau darum geht's heute. Es geht gleich los, bleiben Sie dran. Hallo, herzlich willkommen und grüß Gott auf dem Kanal nachlassbayern.de. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Auf diesem Kanal geht es bekanntlich um das Erbrecht, also Testamentsvollstreckung, Testamentsverfassen, Nachlassverwaltung, Nachlasspflegschaften, alles, was mit dem Erbrecht zu tun hat. Mein Name ist Hans-Joachim von Malsen. Ich bin berufsmäßig Testamentsvollstrecker und Nachlasspfleger und Nachlassverwalter, mache auch Erbenmediation. Und auf diesem YouTube-Kanal bringe ich so ein bisschen Beispiele aus der Praxis für die Praxis. Ich bekomme öfter unter den Kommentaren, das war eine große Hilfe und das freut mich und so weiter. Freut mich natürlich auch, wenn ich Ihnen helfen konnte. Ich will Sie noch auf etwas aufmerksam machen. YouTube hat eine neue Funktion. Ich blende die hier mal ein, dieses Herzchen mit dem Dollarzeichen. Da können Sie auch Kleinbeträge gewissermaßen im Sinne einer Spende für die Kaffeekasse bezahlen, wenn Ihnen etwas besonders gut gefallen hat. Ich würde mich darüber freuen. Denn dieser Kanal macht auch eine Menge Arbeit und kostet eine Menge Geld. Wenn da ein bisschen was zurückkommt, wäre schön. Aber eine Verpflichtung besteht natürlich nicht. Aber vielleicht denken Sie mal drüber nach. Heute geht es um das Thema Auskunftsrecht. Das ist ein Feld, was ich insbesondere bei meinen Erbenmediationen immer wieder erlebe, wo sich Menschen einfach bescheuert verhalten. Ich kann es nicht anders sagen. Nach dem Motto, mir sorgt nichts. Da war nichts mehr da bei der Erbschaft. Das Konto ist leer, da sagen wir nichts. Da könnte ich die Wände hochgehen, weil es nichts bringt. Je nachdem, wie die Fallkonstellation ist, bestehen durchaus erhebliche Auskunftsverpflichtungen von demjenigen, der Zugriff auf die Erbschaft hat. Und es ist einfach nicht besonders intelligent, sich zu verweigern. Wenn nichts da ist, kann ich doch darüber Auskunft erteilen und sagen, bitte hier Kontoauszüge, da waren noch 3.000 Euro, die sind jetzt durch die Beerdigungskosten verbraucht, jetzt ist nichts mehr übrig. Warum kann ich das nicht mitteilen? Wenn Sie sich da verweigern, das sage ich jetzt gleich mal zu Anfang, bevor ich die einzelnen Rechte noch erläutere, besteht immer die Gefahr, dass derjenige, der die Auskunftsberechtigung hat, ein Gerichtsverfahren anstrengt gegen Sie. Und dann werden Sie natürlich diesen Prozess verlieren, weil im Gesetz ja verschiedene Auskunftsrechte drinstehen. Also derjenige, der die Auskunft berechtigt fordert, der hat nicht mal ein großartiges Kostenrisiko. Denn wenn Sie sich verweigern, verlieren Sie den Prozess und zahlen natürlich auch die Prozesskosten des Klägers. Also Sie zahlen Ihre eigenen Rechtsanwaltskosten, Sie zahlen die Gerichtskosten, Sie zahlen die Kosten des Klägers, bloß um das Ergebnis festzustellen, ja, ich muss Auskunft erteilen. Und wenn Sie sich weiterhin verweigern, dann kann das Gericht eine Auskunftsklage auch vollstrecken. Ja, wie vollstreckt man eine Auskunftsklage, wenn einer jetzt partout nichts sagt? Ich sag gar nichts, nichts. Ja, dann werden halt Zwangsgelder verhängt. Der Rahmen für solche Zwangsgelder ist von 5.000 Euro bis 25.000 Euro. Und wenn das Zeugen auch nichts hilft, also Sie zahlen einfach das Zwangsgeld und sagen aber weiter nichts, dann kann sogar Zwangshaft angeordnet werden. Also wollen Sie deswegen ins Gefängnis gehen? Das ist wirklich nicht sinnvoll. Bitte tun Sie sich selbst und tun Sie vor allen Dingen Ihren Miterben und Ihren Pflichtteilsberechtigten den Gefallen, dass Sie Auskunft offen und wahrheitsgemäß erteilen. Das erleichtert insbesondere in der Erbenmediation das Verfahren für alle. So, jetzt zu den einzelnen Auskunftsrechten, die es gibt. Da fällt natürlich der Paragraph 2314 BGB ins Auge. Ich lese mal da den Absatz 1 vor, oder ich lese den komplett vor.
Ist der Pflichtteilsberechtigte nicht Erbe, so hat ihm der Erbe auf Verlangen über den Bestand des Nachlasses Auskunft zu erteilen. Der Pflichtteilsberechtigte kann verlangen, dass er bei der Aufnahme des ihm nach § 260 vorzulegenden Verzeichnisses der Nachlassgegenstände zugezogen und dass der Wert der Nachlassgegenstände ermittelt wird. Er kann auch verlangen, dass das Verzeichnis durch die zuständige Behörde oder durch einen zuständigen Beamten oder Notar aufgenommen wird. Das war Absatz 1. Absatz 2, die Kosten fallen dem Nachlass zur Last. So. Hier haben wir also die Situation, es gibt einen Alleinerben oder vielleicht auch eine Erbengemeinschaft und daneben gibt es ein oder mehrere Pflichtteilsberechtigte. Ja, wer ist pflichtteilsberechtigt? Ja, darüber habe ich in anderen Videos schon gesprochen. Schauen Sie sich die gerne an, damit Sie wissen, ob oder ob nicht Pflichtteilsberechtigte überhaupt vorhanden sind. Man kann grundsätzlich sagen, es handelt sich dann immer um Abkömmlinge des Erblassers, also Kinder oder Enkel oder auch Urenkel. Und der Ehegatte ist pflichtteilsberechtigt und, wenn keine Abkömmlinge da sind, die Eltern des Erblassers. Alle weiteren Verwandten, Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten und so weiter, sind nicht pflichtteilsberechtigt. Also es geht wirklich um die engsten Verwandten und daneben der Ehegatte. Und Auskunftsrecht haben die dann, wenn sie eben nicht Erbe geworden sind. Das heißt, ihnen steht nur der Pflichtteil zu. Der Pflichtteil ist ja ein Geldanspruch, aber um den beziffern zu können, muss natürlich der Pflichtteilsberechtigte erstmal wissen, was ist denn in dem Nachlass überhaupt drin? Worüber reden wir denn? So. Und in den Paragraphen stehen auch schon die, in Anführungszeichen, Maßnahmen drin, die der Pflichtteilsberechtigte ergreifen kann. Also er kann verlangen, dass er bei der Aufnahme der Gegenstände hinzugezogen wird. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, er kann ein notarielles Nachlassverzeichnis verlangen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Oft erlebe ich es in Anrufen oder in Erbmediationen, dass die Menschen so die Erwartung haben, ja, da muss es doch irgendwie eine Behörde geben, da muss ich doch von irgendwem Auskunft bekommen, gibt es doch nicht. Nein, der Auskunftsanspruch des Pflichtteilsberechtigten ist gegen den Erben gerichtet. Und das ist ein reiner zivilrechtlicher Auskunftsanspruch. Da hilft Ihnen keine Polizei und kein Landratsamt und kein Nachlassgericht, sondern Sie können eben, wenn der Erbe sich verweigert, eine Auskunftsklage machen. Und wenn, bevor es zur Klage kommt, können Sie natürlich auch sagen, ich traue der Witwe meines verstorbenen Vaters nicht über den Weg. Ich möchte gleich, dass da ein Notar hinzugezogen wird. Diese beiden Ansprüche bestehen nebeneinander. Also es ist nicht so, wenn die Erbin bereits ein privates Nachlassverzeichnis erstellt hat, Auskunft erteilt hat, dass ich dann nicht mehr den Notar beauftragen kann oder verlangen kann. Beauftragen komme ich gleich dazu. Sondern das besteht praktisch kumulativ. Ich kann zunächst einmal sagen, pass auf, gib mal ein Nachlassverzeichnis. Wenn mir das aber vielleicht irgendwie komisch vorkommt oder irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde da beschissen, dann kann ich verlangen, dass ein Notar hinzugezogen wird. Ich kann den aber nicht beauftragen als Pflichtteilsberechtigter, sondern das muss die Erbin machen und die muss auch die Kosten aus dem Nachlass zahlen. Also machen Sie das nicht, dass Sie einen Notar beauftragen und der klingelt bei der Erbin und sagt dann, die Erbin, nö, ich lasse Sie hier nicht rein, sondern Sie müssen es von der Erbin verlangen, dass das Nachlassverzeichnis durch einen Notar aufgenommen wird. So, das war jetzt der Pflichtteilsberechtigte. Wie sieht es jetzt aus, wenn es nicht um einen Pflichtteilsberechtigten geht, sondern um einen Miterben? Der Unterschied ist, der Pflichtteilsberechtigte ist derjenige, der enterbt ist, entweder durch direkte Verfügung im Testament, dass der Erblasser gesagt hat, meine Tochter, die soll nichts bekommen, die bekommt nur den Pflichtteil. Oder auch, dass er einfach gar nicht erwähnt wird. Also jemand macht ein Testament und sagt, meine Frau soll meine Alleinerbin sein. Das reicht ja aus. Aber wenn der dann Kinder hat, sind die damit automatisch enterbt. Oder wenn er keine Kinder hat, sind die Eltern automatisch enterbt.
Wenn ich jetzt aber eine Erbenmehrheit habe, klassischer Fall, Ehepaar, zwei Kinder und es gibt kein Testament, der Erbfall ist eingetreten, üblicherweise stirbt der Vater als Erster und es überlebt die Mutter und die Tochter hat nun schon seit vielen Jahren wenig oder gar keinen Kontakt mit ihren Eltern gehabt. Hingegen der Bruder, der wohnt drei Häuser weiter, der hat sich immer um alles gekümmert und hat da auch vollen Einblick. Jetzt kriegt die Tochter mitgeteilt, ja, du, der Vater ist jetzt zwar verstorben, aber es war eh nichts da. So. Jetzt ist aber die Tochter, dadurch, dass kein Testament da ist, Miterbin. Die hat also eine ganz andere Stellung als die Pflichtteilsberechtigte. Ich kann Ihnen dazu mal auch zwei weitere Paragraphen zitieren. Den 2032 BGB, der Absatz 1 lautet hier, hinterlässt der Erblasser mehrere Erben, also in dem Fall Ehefrau plus Sohn plus Tochter, so wird der Nachlass gemeinschaftliches Vermögen der Erben. Und 2038 BGB ist auch wichtig. Da heißt es unter der Überschrift gemeinschaftliche Verwaltung des Nachlasses, Absatz 1, die Verwaltung des Nachlasses steht den Erben gemeinschaftlich zu. Jeder Miterbe ist den anderen gegenüber verpflichtet, zu Maßregeln mitzuwirken, die zur ordnungsgemäßen Verwaltung erforderlich sind. Die zur Erhaltung notwendigen Maßregeln kann jeder Miterbe ohne Mitwirkung der anderen treffen. So, steht da irgendwas von Auskunftsrecht? Nein. Der Gesetzgeber hat wahrscheinlich, also das BGB ist ja entstanden am ausgehenden 19. Jahrhundert. Also ist ja genau am 1. Januar 1900 in Kraft getreten, nach ungefähr 30 Jahren Entwicklungsarbeit. Und die Juristen der 1870er und 1880er Jahre, die haben wahrscheinlich gar nicht darüber nachgedacht, dass es Situationen geben kann, wo eine Erbengemeinschaft da ist und zwei Erben einfach dem Dritten gegenüber sagen, na, es war nichts da. Das ist nicht vorgesehen. Es gibt kein Auskunftsrecht der Miterben untereinander. Nirgendwo im Gesetz. Ja, was kann man jetzt als Miterbe machen? Die Tochter, die eben seit vielen Jahren den Kontakt zum Elternhaus verloren hat, was kann die tun? Die hat als Miterbin gegenüber Dritten einen eigenen Auskunftsanspruch. Also die kann sich zum Beispiel Grundbuchauszüge geben lassen vom Grundbuchamt. Die kann sich auch gegenüber Banken und Versicherungen als Miterbin identifizieren und sagen, ich bekomme hier von meinen anderen Miterben keine Auskunft. Ich möchte jetzt mal wissen, was hat mein Vater eigentlich zum Zeitpunkt seines Todes hinterlassen. Da ist ganz wichtig, bei Banken und anderen Vermögensverwaltern, übrigens auch Fondsgesellschaften und Ähnlichen, da gibt es im Erbschaftssteuergesetz eine Verpflichtung im Paragraphen 33, merken Sie sich den, 33 Erbschaftssteuergesetz, da müssen die gegenüber dem Finanzamt eine Meldung erstellen, wenn das Vermögen, was der Verstorbene bei dieser Bank oder bei diesem Fonds oder was auch immer hatte, mehr als 5.000 Euro betragen hat. Und diese Paragraph 33 Erbschaftssteuermeldung, die lasse ich mir zum Beispiel immer als Nachlasspfleger und Nachlassverwalter in Kopie schicken von der Bank, weil dann weiß ich, was war denn am Todestag da, wenn es mehr als 5.000 Euro war. Wenn es weniger als 5.000 Euro war, müssen Sie das nicht machen, geben vielleicht auch dann keine Auskunft. Aber sei es drum, das ist dann meistens auch durch die Beerdigungskosten verbraucht worden. Aber als Miterbe haben Sie sogar einen Anspruch auf Übersendung von Kontoauszügen ab dem Todestag. Ja. Beziehungsweise der Anspruch geht sogar noch weiter zurück. Also theoretisch können Sie die letzten 10 Jahre nachverfolgen. Ob das sinnvoll ist, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Bitte machen Sie sich darüber klar, Sie können im Nachhinein als Miterbe nicht sagen, ja, aber mein Bruder, der hat ja immer da vom Konto abgehoben. Das sind äußerst komplizierte rechtliche Gegebenheiten, sage ich jetzt mal.
Wenn einer der Miterben eine Kontovollmacht hatte, dann konnte der natürlich zu Lebzeiten des Erblassers machen, was er wollte. Und genauso hätte es der Erblasser oder die Erblasserin auch selbst machen können. Also es ist nicht so, dass Eltern verpflichtet sind, ihr Geld aufzusparen, bis sie dann irgendwann versterben, damit die Erben möglichst viel Bares bekommen. Natürlich kann jemand sein Vermögen so verwenden, wie er will. Es gibt dann wiederum Spezialfälle, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, wenn es um Schenkung geht und so weiter. Das ist alles wirklich nicht so leicht, da etwas abzuleiten. Also in der Regel, sage ich mal, bringt es extrem wenig, die letzten 10 Jahre zurückverfolgen. Wenn Sie natürlich wissen, mein Gott, vor 3 Jahren hatte mein Vater noch 300.000 Euro auf dem Konto und jetzt sind nur noch 10.000 Euro da, wo ist denn das Geld geblieben? Ich vermute, dass meine Schwester da reichlich beschenkt wurde, dann mag es anders aussehen. Dann kann man auch die Bankgebühren bezahlen, die dann für die nachträgliche Produktion der Kontoauszüge anfallen. Aber wie gesagt, grundsätzlich haben Sie als Miterbe einen Anspruch gegen die Bank auf Auskunft, nicht aber gegen die anderen Miterben. Ja, und mit dieser Verwaltung, die ich hier bezeichnet habe im Paragraphen 2038 BGB, ist ein gewisses Zusammenwirken erforderlich. Und das geht ja hier schon notwendige Verwaltung und ordnungsgemäße Verwaltung. Und auch da nochmal so 2, 3 Worte. Man unterscheidet bei einem sogenannten Gesamthandsvermögen die ordnungsgemäße Verwaltung, die außerordentliche Verwaltung und die Notverwaltung. Ich fange mal mit dem letzten an, das ist am einsichtigsten. Wenn ich ein Haus geerbt habe im Gesamteigentum, Gesamthandseigentum und es brennt in dem Haus, dann muss ich nicht erst meine Miterben anrufen und fragen, ob ich die Feuerwehr rufen darf, sondern dann bin ich auch als Miterbe alleine berechtigt, die Feuerwehr zu rufen. Oder wenn es gestürmt hat und der Sturm hat ein Loch ins Dach gerissen und ich beauftrage allein einen Dachdecker, der das Dach wieder dicht macht, dann ist dazu auch kein Beschluss der Erbengemeinschaft erforderlich. Das sind Notverwaltungsmaßnahmen, um praktisch Schaden vom Nachlass zu verwenden. Anders sieht es aus, wenn es sich um ordnungsgemäße Verwaltung handelt. Beispielsweise ein Mietshaus gehört zum Nachlass oder auch ein Einfamilienhaus, was fremdvermietet ist. Jetzt kündigt ein Mieter. Ja, das ist ordnungsgemäße Verwaltung. Und dann kann ich mit Mehrheit als Erbengemeinschaft den Beschluss fassen, wir akzeptieren Herrn Huber als Nachmieter oder Herrn Müller oder wie auch immer. Also da ist ein Zusammenwirken im Sinne einer Einstimmigkeit auch nicht erforderlich, weil das Haus war vorher vermietet, jetzt hat ein Mieter gekündigt, jetzt müssen wir es neu vermieten und der, was weiß ich, Miterbe zu einem Viertel, der hier immer stänkert, der will da nicht mitmachen, aber der wird einfach überstimmt. Wenn ich aber zu der Erkenntnis komme, ey, jetzt ist das Haus leerstehend, der Mieter hat gekündigt, jetzt können wir es verkaufen, dann ist das eine außerordentliche Maßnahme. Und bei einer außerordentlichen Maßnahme brauche ich Einstimmigkeit in der Erbengemeinschaft. So einfach ist das. Also wenn es darum geht, Nachlassgegenstände über Nachlassgegenstände zu verfügen, wie es in der juristischen Sprache heißt, dann komme ich mit einer Mehrheitsentscheidung nicht weiter. Und das sollte man bei einer Erbengemeinschaft immer im Sinn haben. Ich habe das schon in anderen Videos erläutert und kann nicht müde werden, es immer wieder zu wiederholen. Grundsätzlich ist es nicht sinnvoll, eine Erbengemeinschaft über viele Jahre hinweg bestehen zu lassen. Bitte, wenn ein Erbfall eingetreten ist, und es ist nun mal unglücklicherweise eine Erbengemeinschaft entstanden, setzen Sie sich mit Ihren Miterben an einen Tisch, möglicherweise unter Begleitung eines Profis, sprich Erbenmediators, übrigens, das mache ich auch, können Sie sich melden, und reden Sie mit den Beteiligten, wie stellt ihr euch jetzt die Regelung vor? Und dann setzen Sie die Erbengemeinschaft auseinander. Das bedeutet,
Es wird ein Auseinandersetzungsvertrag geschlossen, wo es dann heißt, Erbe A bekommt das Grundstück, Erbe B bekommt das Wertpapiergut erben und Erbe C kriegt, die Oldtimer-Sammlung oder die Goldstücke oder was auch immer. Sodass man nach der Auseinandersetzung jeder Miterbe sein eigenes Ding machen kann. Und wenn nun die Wertverhältnisse wie häufig ungleich sind, dann muss eventuell derjenige, der das Grundstück bekommt, an seine Miterben in Form von Zahlungen einen Ausgleich leisten. Das muss dann halt sein. Der muss dann eventuell eine Hypothek aufnehmen, um seine Geschwister auszahlen zu können. Aber das ist auf jeden Fall die beste Lösung, als über viele Jahre hinweg irgendwie zusammenzuleben und ja, gehört uns alles gemeinsam, aber war auch immer so. Und dann kommen nächste Erbfälle, also einer der Miterben verstirbt, dann kommen dessen Erben rein. Die Dinge werden im Lauf der Zeit nicht einfacher, sie werden komplizierter. Das als guter Rat zum Schluss für heute. Ich bedanke mich, dass Sie bisher hier zugeschaut haben. Würde mich freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder dabei sind und bleiben Sie gesund bis dahin und verabschiede mich hier. Vielen Dank.